Jo Leute, was geht ab und willkommen zu unserem neuen GTA Online Challenge Video und willkommen Basti. Moin Leute, was geht ab? Diese Begrüßung habe ich mal sowas von verschissen. Und ja, ihr seht, wir haben zwei Polizeiautos, einmal die Nummer 32, das ist mein Polizeiauto, und einmal 05er von Basti. Und wir müssen heute die Challenge machen, mit dem Polizei das Polizeiauto zu schrotten während der Fahrt. Das heißt, wenn es brennt und dann explodiert, hat er gewonnen. Wenn man jetzt von Mount Chiliad fährt und sich extra auf den Rücken dreht oder so generell einen Sprung macht und dann sich auf den Rücken dreht und explodiert, hat der andere, der dann explodiert ist, verloren. Man muss quasi brennen, erst brennen und dann explodieren. Dann zählt es erst. Man darf nicht von Mount Chiliad fahren. Man darf sich nicht extra auf den Rücken drehen und dann explodieren, und man darf sein Fahrzeug nicht mit eigenen Waffen abschießen, ja? Und man darf das vom Kollegen auch nicht abschießen. Den Kollegen, also Basti, darf ich auch nicht killen, er darf mich auch nicht killen. Und ja, wir dürfen auch da, also wir dürfen nur die Mikro-MP benutzen und nicht auf andere, also nicht auf Bastis Fahrzeug schießen oder ja nicht auf meins. So. Okay? Bist du ready? Wir Ich bin müssen, haben immer 15 ready. Minuten. Warte. Er fährt einfach schon los. Frühstart. Ich habe noch nichts Ich hab's gerammt. mit. Okay, dann würde ich sagen. Das war knapp. Ja. Egal. Alles klar. 15 Minuten Challenge in 3, 2, 1, go! Ah! Ich fahre immer schön gegen andere Fahrzeuge gehen. Man darf sich aber gegenseitig rammen. Ich Mios. helfe dir doch nicht. Nee, das wäre ja dumm, da würde ich dir helfen. Boah, meinst du, hat vorne schon eine Delle drin, vorne links? Hilfe. Danke. Wie geht's euch so? Ja, wir machen hier gerade ein Video am Morgen. Dieses Video wird allerdings erst am Dienstag online kommen. Warum hast du viel Langeweile? Weil wir haben erstmal ein paar Folgen vorproduziert. Einwagbar! Ah, danke schön. Die hilft mir einfach Ey, ich hab immer. ne Idee! Ich baller NPCs ab und dann kommen die Bullen und dann ballern die ein bisschen auf mein Auto ein. Geil. Dann ballern die Bullen ein bisschen auf meine Karre ein. Das ist sowas von eine gute Idee, Digga. Meine Karre ist Schrott, ich komme hier nicht mehr weg. Oh, nee. Da oben sind irgendwelche Gegner. Ja, die Bullen kommen, die Bullen kommen. Da wo du bist gerade. Also, ich habe eine Frage, man muss die Autos nur schrotten, oder? Nee, die müssen brennen und dann explodieren. Das so, das hätte ich jetzt ins Wasser. Hallo, was mir das so ein Ding ist. Ach so, um das zu. Ach ja, man darf ja auch nicht ins Wasser fahren oder so. Das muss ja explodieren, ne? Also okay. erstmal brennt, also man darf jetzt nicht vom Mount Chiliad fahren und dann extra auf den Rücken drehen und dann explodieren. Aber man darf den Mount Chiliad generell nicht benutzen. Auch man darf auch keine Rampen benutzen und dann auf den Rücken drehen. Aber wenn man normale Oh. Rampen benutzt und dann einfach nur normal landet oder irgendwie oder ein bisschen so Damage kriegt, dann ist das okay, aber nicht extra auf den Rücken drehen. Das habe ich gerade gemacht. Also nicht auf Rücken Aber nicht. gedreht. Ja. Kannst du machen, aber nicht auf den Rücken drehen und dann extra explodieren. Und wenn du mal denkst, ach, da explodiere ich eh nicht, wenn ich auf den Rücken fliege, weil diese Rampe, die ist ja eh so klein, und dann doch explodierst, dann habe ich gewonnen. Okay. Verstehst du? Ja. Alles klar? Ja. Alter, meine Motorhaube schaut ab. Ich habe vorne eine richtige Delle drin. Ich auch. Ich komme mir nicht mehr raus. Ja, Maxi, du hast gewonnen. Nein, versuch mal. Wo bist du? Sonst helfe ich dir. Ja, sonst ist scheiße. Hier, Nach guck 2 mal. Minuten schon. Ich bin hier in so einem scheiß Loch. Ja, da musst du dir neues Polizeiauto nehmen. Nö. Doch.
Ich kann ja auch einfach immer vor eine Wand fahren. Wo bist du? Ich war mit Vollspeed. Hey, wo bist du? Ich bin hier doch auch reingekommen hier runter. Hey, wie bist du denn da reingekommen? Ja, ich bin hier drunter hergefahren. Hey, dann musst du auch wieder rauskommen, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Du musst ja neu. Hä? Hier! Kommst du von her? Jo, ich hab dir gerade geholfen. Hier, komm, warte mal, ich kann nicht rausrammen von hinten. Ich komm da drunter her, ja, locker. Stell dich mal dahin, ich ramm dich raus. Bleib da stehen, bleib da stehen. Hä? Komm ich da jetzt auch nicht mehr raus oder was? Kann sein. Geh mal an der Seite. Doch, du hast ein flaches Auto. Alter, ich bin hier auch gefangen. Neues Polizeiauto müssen wir uns nehmen. Ja, die Bullen stehen ja da draußen sogar. Ja, weil ich Cops hab. Ja, ich bin generell Schrott. Ah, nee, dann. Komm, wir holen uns neues Polizeiauto. Sonst ist scheiße, sonst können wir die Challenge nicht fortführen. An die Karre, die ist so Schrott. Mit der gebe ich jetzt nicht auf. Ja, mach was du willst. Ich hole mir ein neues Polizeiauto. Ja, ich bin drunter her. Bist du nicht? Die Lichter, die stören oben. Ich die nur wegschießen könnte. Ah, warte. Wo bist du eigentlich? Lol, die lassen die Seile schon runter da. Ich dich. Wow. Hallo. Warum zielt er dich immer an? Nicht dich, Mann! Der zielt dich immer an! Weil ich Auto-Aim anhabe. Ja, ich bin gleich tot. Wenn man stirbt, ne, dann musst du. Hast du auch Sterne? Nö. Wenn man stirbt, dann muss man sich ja ein neues Polizeiauto nehmen. Das ist die Regel. Ich bin gestorben, jetzt muss ich mir ein neues Polizeiauto nehmen. Okay, wenn man immer stirbt, dann muss man sich ein neues nehmen, okay? Okay. Und man darf nicht Lester anrufen. Jetzt habe ich auch Sterne. Man darf nicht Lester anrufen. Okay. Jo, ja, der Bulle hat deine alte Bullenkarre geklaut. Ja, der kommt da eh nicht raus. Okay, ich bin. Meine Karre war so Schrott. Come on, die Bullen müssen kommen. Dann gibt's nachher noch 5 Minuten extra Bonus jetzt, also 20 Minuten, weil das ist scheiße, wenn wir da festhängen und dann so. Ha, du bist da unten. Leute, Bullen kommen nicht mal, Alter. Was für scheiß Bullen. Ich weiß, wie die Bullen kommen. Man darf nur die Mikro. Ach ja, wir haben die Regel gar nicht missachtet. Wir haben die Regel missachtet, du und ich auch. Weil wir durften nämlich nur die Mikro-MP benutzen. Oh, danke, Kacke. Egal, dann ist jetzt ja auch egal. Ich habe nämlich auch schon den speziellen Carabiner benutzt. Oder das Kompaktgewehr, wie auch immer. So, 3 Sterne. Ach, man darf ja nicht Lester anrufen. Ja, okay, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur Lester anrufen und dann direkt auf Kreis gedrückt. Also ich habe noch Sterne. Kannst ja in meine Aufnahme gucken. Ich hab die noch nicht abgemacht. Hallo Akbar! Wow! Oh, schade, ich wollte mich noch auf die Seite drehen. Schade. Kommt ihr Bullen, schießt meine Karre an. Oh, jetzt muss ich auch noch warten, bis die Bullen weggehen, Alter. Nein, die Bullen kommen hier rein! Fuck, wo kann ich mich. Ey, meine Karre ist noch fast ganz, Alter.
Hast du denn schon wieder ein Auto? Ja. It's go river. Alter, oh, ich bin fast in den Teich reingefahren. Und wenn man in den Fluss reinfährt, ne, dann muss man sich ja auch ein neues Polizeiauto nehmen. Ich weiß. Richtig fett Junge, ich fahre die ganze Zeit an den Dingern vorbei, wo ich vorramse. So, Mutze! Digga, ich muss hinten auch mal was rammen. Hinten ist mein Auto noch komplett ganz. Hier hochfahren und. Boah, der war nicht so weit. Alter, ihr Bretter mir hoch. Ich bin jetzt hier so einen Offroad-Weg hochgefahren. Und fahr jetzt hier auf so einer. LOL, das ist ja Basti, sehe ich gerade auf der Minimap. Ist unter mir, lol. Ich komme mal dahin. LOL, boah, ein NPC hat mich volles Rohr von vorne gerammt. Ey, ja, das ist die Lösung. In den Gegenverkehr. Bam, bam, oh. Digga, das gab richtig Damage. Ey, meine Karre qualmt schon. Herzhaft! Ja. Bam, bam! Schade, ich hab mir das cooler vorgestellt, ey. Jetzt voll hier vor, voll hier vor! Alter! Wow. Alter Schwede! Leute, war Basti! Bam! Egal, du rammst dich von hinten. Du rammst mich von hinten. Doch, bei mir raucht die schon. Bei mir nicht. Vielleicht weil es dunkel war, habe ich nicht gesehen, aber. Jetzt voll hier. Digga, meine Karre ist vorne schon so beschädigt, Digga. Ey, diese Bäume. Die Bäume, die fucken einfach nur ab. Eine Tür weniger. Ey, ich kann sterben, ne? Hast du auch Bullen am Arsch? Ja. Ich habe 3 Sterne. Ja auch. Und meine blinken gerade. Ich baller noch ein bisschen rum. Ja, Gegenverkehr, stimmt. Beste Lösung. Bam, bam. 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 Hier voll gegen den Pfeiler. Alter. Meine Karre, ne? Die ist vorne schon in so ein Dreieck gebildet, Alter. Richtig heftig. Ja, Mann, auch. Nein, ich bin explodiert. Muss die neue Karre besorgen. Ja, eigentlich haben wir ja gesagt, dann hast du die Challenge gewonnen. Okay, ja, ich habe gewonnen. Yay. Oder willst du mir noch eine Chance geben? Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, Mann, komm ich natürlich. Ja, okay, ich muss mir ein neues Auto suchen. Eigentlich hat Basti jetzt schon die Challenge gewonnen, aber er wird die sowieso gewinnen, weil sein Auto jetzt eh schon mehr beschädigt ist. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich bin 2 Meter runtergeflogen und meine Karre explodiert in sich. Alles. Da warten sie mit Spikes, ich glaube es hackt. Okay, ich glaube ich habe Platten. Bullen, wo bleibt ihr? Hallo, Bullen! Ja, die Bullen kommen immer so schnell, ne? Aber, ah, da kommt einer. Ich warte extra, bis die aussteigen, damit ich mein Auto nicht selber beschädige. Nein, ich habe auf meine eigene Karre geschossen. Wo ist der Bulle? Ist mir jetzt sowas von Latte, Alter. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, Mann, Alter! Ah, come on, ey. GTA, ne? Haben dich die Bullen schon wieder umgebracht? Lol, mein Polizeiauto steht da noch! Haha, ich nehme das wieder! Geil.
Das Auto war ja noch wie neu. Ich bin nur einmal eingestiegen. Das darf ich doch dann nehmen, oder? Ja. Ich bin nur einmal eingestiegen, bin einen Meter vorgefahren, dann kam die Bullen und dann habe ich erledigt. So, ich habe keine Bullen, das ist schon mal gut. Wir sind in den Gegenverkehr. Bam, Alter. Ich fahre mal rückwärts, damit meine Karre rückwärts erstmal kaputt ist, Alter. Ich mach die Schleudertaktik. Bam. Ich stecke jetzt fest. Ich habe einen Gangangriff hier gestartet, Alter. Die ballern auf mich. Digga, 100 Leute von diesen Gangs, Alter. Die ganze Gang ist auf mich wild, Digga. Nein, jetzt habe ich ja Sterne, aber egal. LOL, der hat in diese Kackkarre ist der einer. Ich habe die beste Idee. Nein, die kann mir niemand klauen. Ich bin so gut. Was denn für eine Idee? Sag ich nicht. Sag ich erst, wenn es klappt. Oh, die haben einen Platten beschossen. Scheiß Gang hier, ey. So, jetzt bin ich on road. LOL, ich bin hier im Garten gelandet. Ich bin im Garten gelandet mit dem Polizeiauto. Welcher Garten? Ich bin so am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Digga. Ich bin so am Arsch. Nein, 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 ich komm raus. Bam, Digga. Ich bin weg. Headshot, Boots. Ich hab mir links hinten einen platten Reifen, Alter. Ich hab nirgends einen Reifen, glaube ich. Was hast du denn für eine Idee? Keine. Geblufft. Ich hab die Bombe-Idee. Ich hab eine richtig fette Idee. Geil, Mann. Dazu brauche ich nur ein Spähen. Du hast die gleiche Idee wie ich, du Idiot. Hey, was hast denn du für eine Idee? Ich lass mich von Zug überfahren. Das geht nicht, aber ich habe eine bessere Idee. Der Zug kann ich nicht überfahren, aber ich habe eine bessere Idee. Wie meine Karre richtig beschädigt wird. Ich weiß ja, ich fahre einfach mit voll Karacho vor dem Zug, meine ich ja. Nee, nee. Ich habe eine Idee. Nur ich finde ihn hier gar nicht. Ich finde den einfach nicht. Gilt es eigentlich, wenn man sich einen Gascontainer schnappt, sein Auto daneben stellt und den Gascontainer in die Luft jagt? Nee, dann ist es ja ungewollter Tod. Also wir müssen das ja Schrott fahren. Quasi. Das ist ja dann wie vom Marcelliat einfach Dings, ne? Einfach runter so. Schon eine gute Idee, aber das geht halt dann nicht, ne? Das sei dann ja. Die Idee hatte ich auch schon, aber das geht ja nicht. Digga, ich fahre hier gerade nur auf Bahnschienen rum und suche einen Zug. Ach übrigens, der Zug ist in Black County. Fährst du da jetzt hin oder was? Hä? Fährst du da jetzt hin? Nö, ich hab keinen Bock nach Black County. Hey, das sind 3 Kilometer. Da finden wir eh den Zug. Ja. Ich fahr da jetzt hin, Digga. Das ist die beste Idee. LOL, 2 Plätze. Oh. Glaube ich, oder? Hat er nicht irgendwas gecrashed, ey? Gecrashed? Keine Ahnung. Eigentlich haben wir jetzt schon die Challenge 17 Minuten, aber scheiß drauf. Heute machen wir mal ein bisschen länger, Alter. Komm, scheiß drauf. Bis einer die Karre zum Explodieren bringt, okay? Okay. Machen wir das so weit? Ja. Bis es einer geschafft hat. Ja. So, Leute, ich werde euch das jetzt mal kappen, weil ich muss mal kurz weg. So, Leute, dann bin ich wieder. Ja. Basti. Ich bin gerade in den Zug reingefahren und bin explodiert. Zählt das? Die Karre muss ja eigentlich brennen. Ja, ja, deswegen, eigentlich zählt das nicht. Ja, weiß ich auch schon, dass das nicht zählt. Aber ich bin auf die Bahnschienen gefahren und habe instant einen Bullen, und instant einen Train gefunden. Das ist Glück. Leute, jetzt habe ich einen toten Polizisten in meinem Auto sitzen.
Also ich bin einfach nur auf die Bahnschienen gefahren, direkt ins Flugzeug. Dann bin ich einfach reingefahren, instant in die Seite und direkt explodiert. Ich fahre jetzt die Bahnschienen nach oben hin. Geil, Mann. Die Bullen werde ich los. Das ist geil. Boah, das macht man. Geil. Ist einfach nur geil. Wenn ich direkt einen Zug finde, Alter, ich versuche mal dagegen zu krachen. Also, du musst ja nicht bis ganz Black County, ne? Du musst ja nur bis hierhin, wo ich bin. Kannst immer auf der Karte gucken, wo ich bin. Bis dahin muss man ja nur. Und dann hat man ja schon die Zugstrecke. Ich fahre so lange hier hin, bis ich den Zug entgehen kann. Geil. Alter, ich habe meinen PC-Gegner, der fährt meine Karre mal an. Besser kann es ja nicht werden. Oh, Zug, Zug, Zug! Bam! Ey, du hast recht, in den Zug reinfahren, Alter, das ist legendär. Alter! Ich hänge in dem Zug! Bam! Alter! Junge, meine Karre ist komplett im Arsch vorne! Alter! LOL! LOL, Junge, das ist so. Du musst in die Seite des Zugs reinfahren, Digga. Das ist so geil. Ich finde leider nie welche. Du musst hier hinfahren, wo ich bin, da ist gerade einer. Ey, ich sag dir nur, ne? Wir müssen. Ey Leute, wenn ihr wollt, dass wir eine Challenge machen, auf den Zug springen, mit verschiedenen Autos, ist egal mit welchen Autos, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das mal wollt, auf den Zug springen und dann neues Fahrzeug holen und dann wieder drauf und so. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mal in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, dann wissen wir, dass ihr das auch wollt. Ja? So, jetzt vorne habe ich mein... Alter, meine Karre ist so im Arsch. Ja, meine noch nicht so. Ich gebe mir gerade irgendwie nicht so viel Mühe. Au, das habe ich nicht. Ja, meine Karre brennt. Legendär gewonnen. Nice. Fahren wir noch mal ein bisschen rum, um das Feuer so zu löschen. Fuck, 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 fuck. Digga, meine Karre ist so am Arsch schon, ne? Meine brennt schon. Ich bin gleich tot. Sein deine brennt jetzt noch etwas schneller, weil meine hat noch nicht den Motor erreicht. Oh, scheiße. Wir crashen noch mal vor etwas vor gleich. Digga, Zug! Digga! Nein, das Feuer geht aus, Maxi, das Feuer geht aus. Ja! Es hast ist du jetzt einen Platten? Manchmal kommt nur Feuer, wenn du, dann hast du nur einen Platten. Ich bin zwar nicht explodiert, es kam auch Feuer, aber der Motor, der ist komplett abgebrannt. Alter, ich hänge in dem Zug drin, du musst meine Karre mal angucken, Alter. Junge, das gibt's doch nicht, die hat schon gebrannt, die Karre. Ey, meine Karre sieht aus wie Perry das Schnabeltier, kennst du das? Ja. Die Motor, vorne alles, der Vorderbereich sieht genauso aus wie sein Schnabel, Alter. Alter, wie meine Karre von hinten aussieht! What the fuck, Alter? Ey, what the heck, Alter? Man darf das ja in den Zug reinfahren, ne? Ja. Ja, Alter. So, meine Karre ist jetzt auch explodiert. Hat die denn vorher gebrannt? Sie hat gebrannt, dann ist das Feuer ausgegangen, der Motor war kaputt, habe ich Haftbomben dran getan. Ja, dann ist es doch kein echter Dings. Ich weiß. Neues Auto. Ja, ach nee, müsste ich mir sowieso holen. Die ach wäre so, ja also auch nicht du explodiert. Du konntest gar nicht mehr fahren, deswegen hast du das gemacht, oder warum? Ja, genau, ich konnte die nicht mehr fahren. Alter, wie meine Karre aussieht. Ey, Digga, du musst mal... Guck mal in meine Aufnahme, Digga. Kennst du einen Käfer? Ja. Kennst du das Auto Käfer? Digga, genau so sieht der aus hier, Alter. So ein kleiner Kompaktwagen, Alter. Panto? Nein, so nicht, aber... Digga, guck mal meine Aufnahme, meine Karre, ne? Nein, der fährt nicht mehr, weil das hinten so tief hängt. Das die Stoßstange hinten, die schleift schon, Alter. Und voll... Alter, Digga, meine Karre, ne? Die ist so am Arsch, ne? Als ob die noch nicht brennt. Die qualmt nicht mal annähernd.
Mich regt es einfach nur auf, also ich glaube, du hast schon verdient gewonnen. Wieso? Ich musste eben auch 20 mal eine neue Karo holen. Mich hat das auch aufgeregt. Mach das einfach. Fahr auch in den Zug. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder in Los Santos und hier ist der Zug. Ich bin dem Zug die ganze Zeit gefolgt. Der ist schon wieder hier. Du könntest auch kommen, wenn du willst. Komm ich doch mal. Du bist ganz in der Nähe, glaube ich. Da wo ich bin, da auf dem Gleis ist der Zug gerade. Ich wahrscheinlich fährt er gleich wieder weg, kommt hier, aber der macht ja mal eine Runde, glaube ich. Ja. Ich hoffe, der hält mich ab. Ja, du bist richtig weit in der Nähe, Alter. Lol. Come on! Ey, ich will nicht, dass das eine XXL-Folge wird. Die geht jetzt schon 30 Minuten. Nämlich. Alter! Du musst dir meine Karre angucken, Junge. Ich versuche zu kommen. Digga, ey, das geht gar nicht mehr. Die Stoßstange hinten. Alter. Bam, Junge. Ja, ich habe. Der tote Polizist sitzt neben mir und denkt sich so, ich will hier raus. Ich bin tot. Ja, der fuhr einfach. Hä? Guck mal meine Karre, wie die aussieht! Von warte. Vorne, guck mal! Bam! Warte, zeig doch mal! Ey, Junge, ich hab dir einen Tipp gegeben, dann hinderst du mich noch, Alter. Guck mal meine Karre von vorne und von hinten. Lol. Na, ist keine Sterne mehr. Hauptsache, du hast eine komplett neue Karre und ich habe so eine zerdüllte Müllkarre aus dem Black County. Es ist ja egal, welches Polizeiauto man nimmt, die sind ja, glaube ich, ja. Ey, danke, danke, Bruder. Guck mal deine Motorhaube an. Ey, ich stell mich jetzt vor den Zug und wenn dann irgendeine Bus, irgendeine Linkseinfahrt kommt, Alter. Ja, ich glaube, ich stell mich auch mal vor den Zug. Nein, Mann, nein, nein, nein. Guck mal, meine Stoßstange, die hängt schon komplett auf dem Boden. Oh, geil, wo ich irgendwo vorgefahren, ja. Die ist schon in den Boden reingebackt. Und ich habe noch nicht mal einen platten Reifen. Wow. Alter. Bam. Alter, der Zug, ne? Ey, Junge, Junge. Bam! Nein! Alter, ein NPC, der zieht mich hier raus! What the heck, Alter? Oh, ich hab den mit der Waffe geschlagen. Basti! Warte auf mich! Ey, meine Karre raucht schon, Digga. Meine Karre schon. Digga, der Motor, ne? In echt, ne? Da wird das kein Auto übernehmen, diese scheiß Aktion hier. Ist ja immer so. Weißt du, was ich mache immer? Zwischen Zaun und Zug. Oh, Digga, das tut dem Motor richtig gut. Wenn du sagst, ich mache, ich bin vorgefahren, falls mit voll Karacho einfach mal. Bad! Scheiße. Ja, das ist auch geil, vorne in den Zug einmal fahren. Ey, ich dachte schon, ich häng fest, Alter. Ey, meine Karre, ne, die sieht aus wie so ein Käfer, original. Also von vorne finde ich schon. Also, wenn man außen. Von der Seite, sagen wir so. Von der Seite. Nicht von vorne, von der Seite. Mach mal bitte Blaulicht aus. Das hört man voll. Dankeschön. Hä? Und jetzt voll. Jetzt ich voll habe gar keinen Sound an. Mein Fernseher ist komplett lautlos. Achso. Bei mir hört man das. Also meine ich, ich hab's gehört. Ich kann mich auch irren. LOL! Digga, was machst du denn? Alter, guck mal, wie meine Karre aussieht. Wunderbar. Wie geschickt. Hauptsache, ich hab nur noch zwei Türen. Boah, deine Karre ist aber auch hinten auch schon ganz hineingebildet, Alter. Ich kann gar nicht mehr richtig Gas geben. Pieselig.
Junge, Junge, ich hab eine Idee. Oh, du hast mich gehindert, Mann, in meiner Idee. Alter. Ey, meiner gibt kein Gas. Doch, ich dachte schon, Alter. Junge, ich fahre im Arbeit. Junge, ich bin am Arsch. Ich häng hier. Ja, ich häng hier auch. Aus dem Auspuff kommt nur noch so schwarzer Qualm oder so. Ja, bei mir auch. Ey, ich bin am Arsch. Ey, kannst du mich anstupsen? Ich will mich selber an. Warte, ich versuche, wenn der Zug weg ist. Der Zug schleicht mich einfach mit. Gas, Junge, oder bremst. Ja, endlich. Ich bin rausgekommen. Bleib bei dem Zug, damit er nicht despawnt. Junge, meine Karre, Digga. Ey, wenn man nämlich nicht bei dem Zug ist, dann despawnt er ja, ne? Ich versuch's gerade. Digga, ich glaube, deine Karre ist sanfter wie meine. Meine kann man, glaube ich, gar nicht so schnell zerstören. Weil die aus dem Black County, die sind schon ein bisschen stabiler, ne? Glaube ich. Ja. Junge, guck dir mal meinen Kofferraum an. Die Zugfahrt ja, hat den Auto richtig jo, gut wieder getan. Am freien Licht. Guck, der fährt wieder nach Black County, der Saftsack. Der fährt einmal um die ganze Map wahrscheinlich. Ja, wenn ihr das, wie gesagt, wollt, dass wir mal auf den Zug springen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oh, jetzt, oh, ich mag sie. Oh, danke. Nein! Weil ich hätte da auch. Bleib beim Zug, bleib beim Zug, Junge, bleib einfach beim Zug. Ja, meiner gibt kein Gas mehr so richtig. Junge, wenn du eher deine Karre zerstört bekommst wie meine, Alter, dann weiß ich auch nicht. Hast du meinen Kofferraum mal gesehen? Dein Kofferraum, ja. Digga, helllicher Tag in GTA. Perfekt. Alter! Nein! Oh, fuck, Mann, bin ich doof. Ja, meine Karre brennt! Das heißt ja, aber nicht. Alter, das heißt aber meine nicht. Guck es dir an. Ja, Junge, meiner hat auch vorhin gebrannt. Ja, und meiner brennt vorne. Guck es dir an. Komm, ja, komm. Ja, hat auch vorne gebrannt. Sterben. Junge, komm. Ich will mit dir sterben. Bitte, komm. Ich sterbe doch nicht. Ich will auch brennen. Ich will sehen, dass du das siehst. Ich habe natürlich ein hier, Leute, an euch hier. Meine Karre brennt. Guckt es euch an. Das heißt nicht, dass brenne, dass das explodiert. Das heißt es nicht. Ja! Ich hab die Challenge gewonnen, Digga! Eigentlich ja nicht. Eigentlich hätte ich sie ja gewonnen vorhin. Was ist ja nicht der volle Gangster. Ich sag gestern zu ihm, herzlichen Glückwunsch, dass du die Challenge gewonnen hast. Was sagt er nichts, wenn ich die gewonnen habe? Eigentlich habe ich sie ja heute auch gewonnen. Ich habe dir noch mal eine Chance gelassen. Ja, okay, ich gebe dir auch noch mal eine Chance. Nein, Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Nein, du hast gewonnen. Ich hätte dir noch mal 5 Minuten gegeben. Nein, die Folge wird schon zu lang. Warte, nein, Junge, mach das, Alter, mach das. 5 Minuten noch, komm. Ich bestell. Nein, Mann, nicht scheiß Martin. Ich komme mit meiner Party hinterher. Bleib beim Zug. Och. Ich komme mit meiner Party. Bleib beim Zug. Okay, ich mach mal ein paar Bomben an den Zug dran. Dann wird die Zug geschrottet. Ich muss mein Bandschäfer bestellen, weil mein Dings nicht da ist. Mein Wirtschaft nicht platt macht. Komm, oh, schneller. Mechaniker, Alter, der ist. Bist du noch beim. Oh! Bist du noch beim Zug? Warte, wo ist er denn? Wo sind die Gleise? Ach, da oben ist er. Ja, meine Karre gibt noch nicht mehr so richtig Gas. Ich komme mit meinem Bandschäfer. Diese 5 Minuten, Alter, die haben wir jetzt auch. Jetzt müsste ein Zug noch entgegenkommen, dann könnte man mich sandwichen. Ja, man könnte sich dann querstellen. Dann wird er die Hinterteile abreißen und das Vorderteil. Das geht eigentlich nicht mehr. Man kann den Zug ja nicht stoppen in GTA, ne? Das haben ja schon viele Leute probiert. Was? Hab's gerade auch probiert mit einer Haftbombe. Und wir können ja auch mal machen, Taxi zerstören. Also ein Taxi. Nicht das mit Polizei oder so, sondern mal ein Taxi, wenn ihr das wollt. Schreibt mal viele Ideen in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das wollt mit dem auf den Zug springen. Da hätte ich auch Bock drauf, so. Ja. Wir können ja mit einer Party erstmal, mit einer
Wir können ja erstmal mit unseren Fahrzeugen anfangen. Mit Abati und dann mal mit. Waka. Egal welches Fahrzeug. Ja. Ist ja egal welches Fahrzeug. Hauptsache wir machen es einfach. Digga, wie weit bist du entfernt? Steine. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Bist du noch beim Zug? Ja. Alter, wie weit seid ihr vorne, Alter? Ich mal gucken, ob ich das cutte, den Weg nach dir hin. Da kann man noch mal gucken. Aber ich weiß auch nicht. Die Scheiße ist beim Vorproduzieren, dann weißt du später nicht mal, was du cutten sollst. Da ist Basti! Haha! Da bist du ja! Nein. Hi! Scheiße. Digga, wo ist der Zug? Der Zug fährt da vorne. Willst du mit mir fahren oder willst du mit dem versuchen noch mit dem Dings weiterzufahren? Mit dem Polizeiauto, das ist mein bester Freund. Wann ist die ich Zeit denn um? Auf sag mal, wenn die Zeit mit. Rum ist. Ach, mach ruhig erstmal noch. Mach. Ich versuche mal jetzt auf das auf den. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche jetzt mal auf den Zug zu jumpen. Nein, auf der anderen Seite, da sind so viele Möglichkeiten. Da oben der Berg. Ich versuche jetzt da drauf zu kommen. Achtung, ich hindere dich nicht. Achtung, zieh vorbei. Fuck, ey. Na Zug, wir sind gute Freunde, oder? Wir ach, kuscheln der gerne. Ey, der fährt ja eh daher. Ich dachte, er fährt hierher. Digga, ich versuch noch mal da drauf. Jawohl. Ey, du bist aber hast aber nicht vorher gebrannt, oder? Doch, da war eine Flamme. Naja, ist ja egal. Ich doch, eine kleine, doch eine kleine Flamme war da und dann bin und dann ja, hat der Zug egal, noch ich weiß ganz genau wo ich lag, ich war hier. Nein, das war so hier close. War ich blockiert, hier war ich blockiert und dann kam der Zug von hinten und dann bam, da liegt mein Auto. Ich bin auf dem Zug, aber nicht mit dem Auto, ich bin zu Fuß drauf gegangen. Kommst du auch noch mal auf den Zug? Brauch ein Auto. Ja, du brauchst ja, du kannst ja auch zu Fuß dann später drauf. Du musst dich dann nur da vorne hinstellen. LOL, ich muss mich ducken. Wir haben jetzt hier, wir kommen in einen Tunnel. Oder geht das, dass man da drauf steht? Mal gucken, ich teste es aus. Ich will nicht sterben. Ja, man kann hier easy draufstehen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier auch. Nicht, dass die zu lange wird. Wir haben jetzt schon 45 Minuten fast am Gange. Ich würde sagen, wenn ihr weitere Challenge-Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, dass wir mit Fahrzeugen, mit verschiedenen Fahrzeugen auf den Zug springen. Und was war das noch? Ich weiß nicht mehr. Mit dem Taxi war das noch. Was? War das? Du hast noch gesagt, mit dem Taxi schrotten. Ah ja, und ob wir vielleicht noch mit dem Taxi, also ob wir ein Taxi noch schrotten wollen. Also schreibt in die Kommentare, ob wir dasselbe mal mit dem Taxi machen wollen. Ob wir mal auf den Zug springen sollen mit dem Dings, mit dem Auto und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.